Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wird es wieder ein Haul geben und ich habe extra so lange gewartet, weil ich auch online bei Rossmann was bestellt habe im Sale, Make-up-mäßig, aber da kommen wir zum Schluss zu, weil ihr flippt aus. Ich bin sogar ausgeflippt. Das war so geil, als ich das ausgepackt habe. Aber wir kommen jetzt erstmal zum, wo war ich denn eigentlich? DM. Zum DM-Haul, genau. So, meine Lieben, ich packe aus. Erstmal fangen wir an mit, gar nicht wahr, ich war, nein, DM und Rossmann Haul. So, jetzt haben wir es. Also, ich habe so ein paar, Riegel wieder gekauft für Monique, weil sie nimmt die ja immer mit auf der Arbeit, auf die Arbeit und ja, für so einen kleinen Zucki oder Protein, Stoß, wie auch immer. Also da habe ich jetzt von Wellmix Sport 33% Protein einen mitgenommen. Das ist jetzt Double Shock Geschmack. Dann habe ich noch mitgenommen Biozentrale Kraft der Natur. Das ist Peanut Salt Karamell mit Agavendicksaft. Salty Karamell ist ja im Moment ganz in, das ist ja so lecker, das ist ja so geil. Esse ich auch gerne. Dann habe ich noch von DM hier Sportness Energy mit Kokos-Mandelgeschmack. Den isst sie auch immer gerne. Dann Powerbar Natural Protein. Das ist eher so ein, ja, so ein Nussriegel. Salty Peanut Crunch. Und da gibt es halt immer ein Brot für die Brotzeit, weil mittags ist sie da. Und Brotzeit gibt es halt immer ein Brot. Dann gibt es halt immer irgendwas an. Entweder mal Tomaten oder ein Apfel oder eine Birne oder eine Mandarine und dann halt immer so ein Riegel dabei. Ja, ich denke, das ist dann ganz gut ausgewogen, ne? Wellmix Sport 32% Protein, das ist Schokogeschmack. Dann habe ich noch, der war neu, auch Salty Peanut Geschmack. Wellmix, ja, mit pflanzlichen Quellen Sport, der war von Rossmann. Und noch Proteinbar weiße Schokolade Crisp, 50% Protein, Lower Carb. Ja, den haben wir auch mitgenommen. Dann hat sie erstmal, jetzt hat sie natürlich frei, wo ich das Video gerade drehe, aber ja, sie geht ja auch wieder zur Arbeit, ne? Ja, dann habe ich so ein paar Badetüten mal wieder. Da gab es jetzt eine LE, also eine Limited Edition von Dresdner Essenz. Einmal Zwilling in Sternzeichen und das fand ich ganz, ganz, ganz nett, ne? Sind LEs, da kann ich irgendwie nie dran vorbeigehen. Die muss ich mitnehmen. Also das ist einmal Zwilling, Badesalz mit zitrisch frischen Duft und dann haben wir noch den Widder natürlich, das bin ich. Ja, das ist schon etwas süßer, fruchtig süßen Duft, das passt zu mir, das mag ich lieber. Und ja, ich fand das eine neckische Idee und das habe ich dann einfach mal mitgenommen. Dann noch, zwei sind jetzt schon gebraucht worden, aber das waren so ähnliche von TTZ. Meeressalz, Gelenk und Muskel. Dann hatte ich nochmal Tiefenentspannung, Rücken und so. Das habe ich immer gerne da, weil es halt einfach auch gut tut beim Vollbad. Dann noch von Isana Badekristalle Gold Traum. Schimmerndes Badeerlebnis, verwöhnt floralen Duft. Ja, das ist auch dabei gewesen. Und noch von Kneipp warm ums Herz, Tangerino, Kardamom, auch noch mit dazu. Hatten sie noch, ich glaube, den Rest vom Weihnachten. Naja, egal. Ist etwas günstiger, dann nehmen wir das auch gerne mit. Ja, dann habe ich, gut, saugstark und sicher, Küchenrollen, ein Mutt, dat Mutt. Dat Mutt, dat Mutt, genau. Dann habe ich mitgenommen, da war ich nochmal beim Rossmann separat drin, Versandtaschen-10er-Set, die ich dann auch immer gerne nehme, wenn ich euch ja, was zusende an Verlosungen. Hab mir jetzt allerdings aber auch so Luftpolster-Umschläge gekauft, weil einfach ja bei einer lieben ja, Zuseherin, Zuschauerin leider eine Palette kaputt gegangen ist. Sie ist in der Mitte durchgebrochen, hat sie gesagt, und es ist einfach besser, wenn man das dann darin einpackt oder einfach nochmal in dieser Luftpolsterfolie separat einpackt, ja. Dann kann da auch nicht so kaputt gehen, weil die Deutsche Post, Dankeschön auch nochmal, dass ihr die Pakete so sorgsam behandelt. Das ist zum Punkt, 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 ne?
Ich weiß nicht, warum man nicht einfach mal die Sachen nicht schmeißt. Ja. Dann noch für die Miezen natürlich wieder ihr berühmtes Trockenfutter. Wartet. Dann habe ich natürlich die Schmutzradierer. Die habe ich jetzt so viel verbraucht in meiner Küche, dass ich neue brauchte. Und da kaufe ich die am liebsten wirklich von DM, von Profissimo, weil da sind 6 Stück drin. Und ja, weil man einfach davon, ja, ich brauche davon immer ein paar mehr und sehe es nicht ein, dass ich für ich glaube, 4 Stück 2,99 € bezahle. Und da fahre ich lieber zu DM und hole die, ne? Also 6 Stück, die kosten zwar auch 2 € und noch was, aber da sind 6 Stück drin. Und bei den anderen, nee, da waren nur 2 Stück drin, genau. Das war nämlich von Müller, von Meister Propper, glaube ich, oder irgendwie sowas. Da waren 2 Stück drin für 2,99 €. Ich dachte, mich haut's hinten weg. Da habe ich gesagt, nö, dann fährst du lieber nochmal eben nach DM rüber und holst 6 Stück für denselben Preis. Jo, dann haben wir wieder das berühmte Nassfutter natürlich von den Miezen. Ja, was immer da sein muss. Sonst werde ich blöd angeguckt. Ich hole mal die Tüte. Wartet mal, meine Lieben. Dann habe ich nämlich hier noch von Dontodent Universal Aufsteckbürsten. Die braucht Monique immer für ihre elektrische Zahnbürste. Ja, da. Sie drückt da immer zu viel drauf und deswegen habe ich da einen Verschleiß. Hallo! Habe ich jetzt mal gesagt, sie soll nicht so fest darauf drücken oder gar nicht drücken, sondern einfach nur die führen. Ja, schauen wir mal. So, dann haben wir noch. Was haben wir noch? Ach ja, es gab wieder neue Masken. Ja, Leute, ich kann ja an Tuchmasken oder Masken generell überhaupt nicht dran vorbeigehen. Die muss ich ja immer mitnehmen, ne? Und deswegen habe ich von Yuti, so wie das glaube ich heißt, Energy Elixir Tuchmaske. Die super weichen Baumwollfasern helfen der Haut, das belebende Serum aus Pink, Grapefruit, Hyaluron und Vitamin C optimal aufzunehmen und sorgen für einen frischen Glow. Also, die ist jetzt so verpackt und das ist ja so rot-pinky. Dann habe ich noch eine in Blau mir mitgenommen. Und das ist dann, also das war Energy Elixir und das ist Deep Hydration. Genau. Die ist mit Aloe Vera, Hyaluron, Vitamin E. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Die werden auf jeden Fall in ein Maskenvideo natürlich kommen. Ja, das muss ich euch natürlich zeigen. Ist doch ganz klar. Dann habe ich noch eine Tuchmaske gefunden von Isana. Das ist mit Hanf, intensive Feuchtigkeit, entspannt und glättend, Hanfextrakt und Avocadoöl. Ja, für jeden Hauttyp und die wird natürlich auch in einem Video getestet. Logisch. Ja, dann habe ich von Credo Hornhaut Safety Klingen. Meine sind alle gegangen. Jetzt auch desinfizierbar, steht oben drauf. Ja, Corona lässt grüßen. Ja, die habe ich immer da, weil ja, ich so Probleme habe mit meinen Füßen hornhautmäßig. Das ist ja nicht feierlich. Ich habe mir jetzt auch mal so Hornhautsocken. Aber das möchte ich gerne mal machen, wenn ich Urlaub habe, weil sich da irgendwie deine Haut schält. Und da bin ich mal gespannt. Aber die sind auf jeden Fall besser als so ein ja, elektrisches Krisselding, ne? Das hilft bei mir irgendwie nicht. Ja, dann habe ich wieder mal 2 Karten mitgenommen. Ne? Die brauche ich ja immer für euch, Lieben. Dann frostige Erdbeere-Duftglas. Oh, ich fand die super toll vom Geruch her. Auch vom Profissimo. Da hatten sie nur leider eine da. Irgendwie ist da im Moment Kerzen im Glas nicht so toll. Aber die eine musste ich mir da mitnehmen, weil fand ich vom Geruch echt Bombe. Jetzt muss ich dir mal irgendwo gucken, wo ich sie hinstelle, wo sie nicht runterfällt. Ja, dann, ich zeige euch das mal von der Seite, weil ich das natürlich nicht verraten will. 2 Single-Lidschatten, die zeige ich jetzt so mal vom Weiten weg, weil die, ja, in meine Backup-Kiste wandern für Verlosungen. Und deswegen wird das natürlich nicht gezeigt, ne? Ja, dann habe ich noch, ja, Tesa, Klebefilm, so eine ganze Rolle. Die gibt es bei Rossmann und da schlage ich dann immer zu, wenn ich die in der Hand habe. Ja, und dann habe ich jetzt mal doch mal was ergattert von diesem Blaue Helden. Ja, ich brauchte Spülmittel und die Blaue Helden hatten auch Spülmittel. Und da bin ich echt mal gespannt,
wie das so ist, nachfüllen für eine saubere Umwelt, einmal Plastik reduzieren mit wiederverwendbaren Flaschen und nachfüllbaren Powertabs. Ja, ein Powertab, ein Spülmittel-Powertab ist da schon drauf. Da braucht man dann einfach, ja, behält man diese Pulle und holt sich einfach nur diese Nachfüllpads oder Tabs und habt da sofort so einen Nachfülltab mitgenommen. Und für eine optimale Reinigung Spülschaum direkt auf Geschirr oder Schwamm auftragen, in 500 bis 750 Milliliter Wasser auflösen. 100% plastikfrei. Und da bin ich echt mal gespannt. Da werde ich euch auf jeden Fall sagen, wenn ich das ja, aufgebraucht habe, wie das so ist und ob man das wirklich weiterempfehlen kann. Ne? Bin ich echt mal gespannt. Man weiß es nicht. Ja, und dann kommen wir zum Teil noch, wo ich ja, meinen Miezen aus Totmes, ich grüße euch, wieder was spenden will. Und da habe ich diesmal so sensitiv Trockenfutter ab ein Jahr, reich an Truthahn. Das wird mit in die Spendenbox kommen, wandern. Dann habe ich noch jeweils so eine Reihe, ich habe das jetzt natürlich nicht in die Tasche getan, aber jeweils so eine Reihe, ich glaube, da sind 26 so kleine Fännchen drin, 24 bis 26 Stück, ich weiß es jetzt nicht genau. Von Dein Bestes Junior, reich an Huhn und Soße. Davon kommen dann 26 Stück dann halt rein. Ich habe das Paket nämlich schon fast fertig, es fehlt jetzt nur noch das. Und dann kann ich es nämlich wegschicken. Und ja, und die freuen sich halt immer darüber, dass ja, Spenden ankommen. Ne? Aber ich glaube, das ist überall so, wenn man den Organisationen hilft, dass die sich darüber freuen. Dann haben wir noch genauso 24 bis 26 Stück von Dein Bestes mit Pute Klassisch. Das ist natürlich halt für die größeren Miezen. Ja, dann habe ich noch was mitgenommen von Beyond Grain Free, getreidefrei, Pastete-Mousse. Das wird auch noch mit da reinwandern. Dann hier so eins. Oh, da ist jetzt noch der Preis drauf, aber das macht ja nichts, ne? Wahre Schönheit kommt von innen, auch bei Miezen. Mit Rosenblüte kann schöne Haut und glänzendes Fell unterstützen. Mit Huhn. Das kommt noch dabei. Oh, ich habe hier noch eine Maske. Ja, gucke da, gucke da, gucke da. Und dann habe ich noch zwei von den Fairy Kit. Cat meine ich. 100% Fair, Beauty, Hair und Skin, also gut für die Umwelt und gut für die Katze. Mit Hühnchen und Lachs aus artgerechterer Haltung. Kein Getreide mit drin und Aloe Vera und Hanföl. Da habe ich auch noch so zwei Tüten. Ja, da werde ich auf jeden Fall die Box heute oder morgen fertig machen und dann zur Post bringen. Und dann haben die Miezen da wieder ihr Paket, ihr monatliches Paket, und das geht dann auf Reisen gehen. Ja, und jetzt habe ich noch, bald vergessen, ne, von Isana habe ich noch eine Tuchmaske. Rosenliebe ist eine Limited Edition, so wie ihr da oben seht. Intensive Feuchtigkeit, belebter Ton, Pfingstrose und Hyaluron. Also für jeden Hauttyp. Ne? Maskentime, Maskenwoche ruft wieder, also die wird auch dabei kommen. Ja, meine Lieben. Gar nicht wahr. Das war jetzt der Haul, den ich jetzt persönlich gekauft habe. Und jetzt kommt noch das Prunkstück. Ich komme mal ein bisschen näher. Ich habe ja im Sale zugeschlagen. Aber wartet mal eben. Ich muss das mal eben alles hier wegpacken. So, wir packen das mal eben hier rein. Weil ich brauche Platz. Es ist groß. Ihr glaubt das nicht, wie groß das ist. Es ist groß. Es ist sehr groß. Ja. Das kann man mal machen. Ja, ich habe mich gefreut, als das heute kam. Da habe ich gesagt, yay. Dann kannst du echt dein Haul machen und zeigen. So. Wir haben es gleich geschafft. Gleich ist es geschafft. Gleich sind es weg hier. So, so und so. So, jetzt haben wir Platz hier auf meinem Schminktisch und jetzt wird ausgepackt, meine Lieben. Ich habe mir bestellt, ja, im Sale, ich habe es zufällig gesehen auf Facebook und da habe ich gesagt, oh, da musst du zuschlagen. Günstiger wird es wahrscheinlich nicht. Eine, naja, ich würde sagen, eine kleine Palette. Kleine Palette von Revolution und, ja, ist doch nur eine kleine Palette mit 196 Farben. Jetzt dreht sie durch.
Jetzt redet sie durch. Ich mache sie mal auf. Also ich glaube, dass die ein oder andere Farbe da auch schon doppelt drin ist. Ne? So ist das jetzt nicht. Aber von Revolution ist natürlich auch eine schöne Marke. Und ja, das kommt halt in diese Fändchen. Und also das sind jetzt diese 196 Farben. Ne? Wie man jetzt sehen kann, ist dieses Blau und dieses Blau da schon gleich. Also ich denke schon, dass manche Farben sich doppeln oder ich glaube, dass schon doppelt drin sind. Ne? So ist das nicht. Auch das Gelb-Gelb unten und oben. Aber mein Gott, ne? Ich fand es einfach schön und für den Preis noch unter 20 Euro im Sale habe ich die einfach mal bestellt. Komm, das ist doch schön, oder? Ist das nicht schön? Ich bin mal gespannt. Da kriegst du ja 3 Trillionen Looks mit hin, ne? Ich freue mich schon darauf, mit euch da die Looks zu schminken, weil jetzt zum Beispiel diesen hier, guck mal den da, den gibt es nämlich nur einmal da drin. Den habe ich jetzt nicht nochmal doppelt gesehen. Ja. Ach, es ist so schön. Ich swatche den auf jeden Fall mal separat, weil ich meine einzelnen Lidschatten euch gerne mal näher vorstellen möchte. Und das swatche mal dann mal die ganzen Farben, die sich in den Lidschattenpaletten so drin befinden. Gut. Dann habe ich noch bestellt von I Love Revolution den Donut Tray. Ach, ich fand den so schön, ne? Ich fand den so schön, Leute. Ist der schön oder ist der schön? Komm, wir packen aus, ne? Passt auf, weil diese Donuts, diese Donuts, die sind weich, guck mal. Die sind so weich und dann riechen die auch etwas süßlich und ich bin da total verliebt drin. Ne? Oh, also Cinnamon Sugar und es riecht wirklich nach Zimt, ne? Zimtzucker und das ist herrlich, ne? Also das ist jetzt ein Bronzer, ich mache den auf. Da ist immer so ein kleines, ist ein Spiegel mit drin und ja, der Bronzer sieht jetzt so aus. Ich werde euch das auf jeden Fall noch in einem separaten Video richtig vorstellen. Dafür reicht jetzt einfach auch jetzt nicht mehr die Zeit, sonst wird das Video einfach zu lang für den Haul. Aber die werde ich euch auf jeden Fall noch näher bringen in einem separaten Video. Ne? Will auf jeden Fall euch jetzt erstmal so zeigen. Und dann haben wir hier Peanut Butter and Jelly. Das ist einmal so mit so Herzchen. Das ist jetzt eine Lidschattenpalette. Da ist überall wirklich ein Spiegel drin. Und ja, die sieht so aus. Halt etwas dunkler gehalten. Und ich packe die wieder hier rein, damit wir dann halt für das Donut-Video gerüstet sind. Dann haben wir hier noch das Pink Frosting. Auch mit immer so Herzchen drauf. Herzchen oder Sternchen. Und das ist jetzt ein Blush oder besser gesagt zwei Blushs. Einmal hell und einmal etwas dunkler. Ja. Einfach mal wieder mit rein. Dann habe ich hier noch auch so einen weißen Donut und ach, guck mal, da können wir die knubbeln. Ne? Ich hatte ja gerade gesagt, vielleicht sind das Schwämme, vielleicht kannst du hier rausmachen. Ich so, nee, so die sind fest. Also das riecht nach Vanilla Frosting. Mhm. Das ist eine Highlighter-Palette. Oder besser gesagt ein Highlighter. Der sieht so aus. Ist so schön. Ja, geht in das Goldene. Ne? Habe ich schon reingeditscht, ne? Wie man sehen kann. Ja. Und ja, dann haben wir noch eine Sache. Das ist Schokolade Karamell. Das ist noch eine Lidschattenpalette. Das riecht auch so, wie es draufsteht. Ne? Und das hat mich einfach gecatcht, das von außen, diese Donuts. Und die fand ich echt geil. Und eine auch etwas dunklere Lidschattenpalette. Ich bin mal gespannt, wie die so sind, die Lidschattenpaletten. Ich probiere sie dann gerne mit euch aus. Und dann hatten wir noch separat hier drin Swatchen. Wie gesagt, mache ich dann, wenn ich das separat vorstelle, das Video, Donut-Video, habe ich hier noch so kleine Schwämme drin. Jo, wartet mal eben. Irgendwo hatte ich schon auf, da. Genau, das sind dann halt solche kleinen Schwämme, ne? So Dreiecksschwämme, die da drin sind. Einmal in weiß und einmal in rosa. So, genau. Und das ist halt, sind halt so mehrere drin, die so einen Kreis bilden, halt auch wieder so ein Donut, ne? Jo, meine Lieben. Insgesamt habe ich jetzt bezahlt mit Versand. Ich habe mir das nach Hause schicken lassen, nicht in die
Rossmann-Filiale, wenn man in die Rossmann-Filiale das schicken lässt, da braucht man keine Versandgebühren bezahlen. Ich habe es aber, bin ja auch faul und ich wusste nicht, was das nächste Mal nach Rossmann komme, morgen, aber hat sich dann auch erledigt, muss man sie nicht bezahlen und ich habe dann halt mit Versandgebühren 45 Euro bezahlt, halt, kannst du jetzt wirklich sagen, für die riesengroße Palette ein 20 und für die Donut-Palette auch ein 20 und das finde ich einfach im Sale super, super günstig und da kannst du jetzt echt nicht meckern, ne? Also, ach herrlich. Es ist auch super schwer und ich bleibe jetzt mal so sitzen. Und zwar für immer. Oh mein Gott, es ist, I love it. Es ist, I love it. Ich glaube, ich werde diesmal auch einen, ja, das als Thumbnail nehmen. Ist einfach so schön. Es muss ins Thumbnail, wie auch immer, ne? Ja, meine Lieben, das war ja, mein Video zu ja, meinen Haul, den ich begangen habe bei DM und bei Rossmann. Und bei Rossmann Online. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen. Ich weiß ja nicht, wann ihr mich schaut und bleibt gesund oder werdet gesund, meine Lieben. Und ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen uns beim nächsten Video auf jeden Fall wieder. Bis dann. Tschüss.